So Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Super Mario Galaxy. Und in Eisbad haben wir eine neue Galaxie freigeschaltet in der Küche. Das ging ein bisschen verloren, weil ich wirklich gleich wieder in die Terrasse ging und dort die Honigbienenkönigreich vorerst abgeschlossen habe. Weil da gibt es noch in jeder Welt gibt's noch einen Geheimstern, den muss ich dann noch holen. Das machen wir später. Hüpf, hüpf, hüpf. So, hier ist ein Gummeluma. Wir haben die Burst ist an der Front am Weg. Nun, du musst sie zerstören, um die Kraft des Sterns nicht missbrauchen zu wollen. Und hol diesen Stern zurück, hast du mich verstanden? Ja, ist ja gut, Baba Luma. Und hier haben wir Bowser, Bowser Jr. Und es ist Bowser Jr.'s Schieferfabrik. Schauen wir mal, ob uns dieser Bowser Jr. das mal mehr Probleme macht als beim letzten Mal. Denn letztes Mal ging das ja richtig gut von der Hand. Verjage Bowser's Armada. Das werde ich versuchen, mein lieber Freund. Das werde ich ganz stark versuchen. Okay. Gucken wir mal, wie wir uns hier anstellen werden. Okay. Der hat eine gute. Okay. Bowser hat eine sehr große Armada. Merken für nächstes Mal. Bowser ist doch gefährlicher, als er tut. Hier ein paar Pinkies. Ah! Mein Gott, ich lasse mich wirklich so blöd teilweise treffen. Ist wirklich nicht mehr. Oh Gott, ich habe voll die Wackelhand. Das wird doch nichts mehr. Oh Gott, hab ich. So, runter. Kamek und Laser. Ach Gott. Jetzt. Ich dachte schon, es hat nicht reagiert. Hi, Luma. Der mir Sachen verkaufen will, aber ich habe zu wenig Geld. Ah! Tu it, K.O. Wie viel willst du denn so für einen Maxi-Pilz? Lalalalalalalala. Willkommen im Luma. Nein, im Moment verkaufen wir etwas überaus nötiges für 30... Hab zu wenig, du... Also komm später nochmal. Hab zu wenig, hab... Mir fehlt Cash. I have no money. Immer noch zu wenig, oder? Ja, klar, wegen zwei. Hey. Hallo, Stinkkäfer. Komm mal her. Danke. Du hast mir gerade einen Maxi-Pilz spendiert. Okay, komm her. Ja, ich kaufe was. Lalalalalala. Ja, wir haben für 30 hier im Angebot. Komm, nimm zu und fütter mich. Kaufen? Okay. Was möchtest du denn haben? Max-Kraft. One-Up brauche ich nicht. Zeit zu bezahlen, aber keine Stellenteile weniger als vereinbart. Danke schön. Jetzt kannst du mich essen, ein lecker Pilzchen. Lecker Pilzchen. Für den guten alten Mario. So. Okay, das ging schnell los. Hier müssen wir jetzt anscheinend ausweichen. Oh Gott, ich hasse die Spinnen. Oh Gott, das war knapp. Das war auch knapper, als es mir lieb war. So. Durchgeskillt, Leute. Richtig durchgeskillt. So, dich kann man lassen wir am Leben, weil wir heute gut drauf sind. Und, hey, guck mal. Hallo. Hi, Bowser. Du gibst wohl nie auf. Da muss ich dich eben persönlich plattwalzen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erbeuten. Komm mal her, Koopa. Ich muss dem Kleinen hier eine Lektion erteilen. Okay, Kugelwillis. Kann ich die ausweichen? Okay, das war ja mega einfach. Ah, Bowser Jr., du hast ja wirklich wieder gar nichts drauf. Jetzt ohne Witz. Okay. Du hast nichts drauf, aber Kamek verbrennt mir den Arsch. War es das schon? Nee, der macht jetzt erst ernst. Okay. Okay, das wird schwieriger, weil jetzt habe ich weniger Fläche zum Treffen. Da muss alles ein bisschen gezielter ablaufen. So. Oh, Kamek. Echt jetzt? Kamek hat mich getroffen. Ah! Okay. Wie auch immer, ich habe irgendwie das Spiel. Ich
keine Ahnung. Ich habe einfach den Panzer her. Und Bowser Jr., lass dich... Nein, ich bin nicht sicher. Lass dich treffen, mein Freund. Nochmal. Und jetzt kommt Carmack natürlich wieder und ein paar Kugelwillis, die irgendwie nicht kaputt gehen wollen. Cooper. Dankeschön. Und ich weiß, ich könnte mir locker mal eine Münze gönnen, aber nee. Wir wollen ja nicht alles zu einfach machen. Das war's aber. Ah, Bowser Jr., ich dachte, du gibst noch so ein Schlusswort, so wie... Mein Papa tötet dich schon noch, Mario. Du hast keine Ahnung, wie gemein mein Papa sein kann. Wenn ich böse bin, dann darf ich kein Fernseher gucken, 5 Tage lang. Ja, aber ich gehe mal auf YouTube, haha. So, große Stände halten und schon wieder ein Boss abgeschlossen. Das läuft rucki-zucki pumpi pucki. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und so beeindrucken wir nämlich Rosalina und kommen unserem Ziel näher, nämlich bei Rosalina zu landen. Denn das ist das eigentliche Ziel von diesem bösen Mario. Er will nur bei Rosie landen. Rosie, Rosie, Rose. Und wir kommen schon mal ins Schlafzimmer. Das ist natürlich sehr schön. Rosie gewährt uns Einlass ins Schlafzimmer. Jaji. So, Galaxie komplett. 11 Sternteile. Wir haben betrieben wenig Sternteile. Das gefällt mir gar nicht. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln des unteren Stockwerks alle angesprungen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum in obersten Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternwarte des Kometen wieder als Sternschiff fungieren können. Dann wirst du auch das Zentrum des Universums reisen können, wo die kostbare Person auf dich wartet. Aber Rosie, du bist gerade vor mir. Ich muss gar nicht weiterreisen. Rosie! Oh Mann, Rose, du kommst jetzt erstmal an dir vorbei. Aber das traue ich mir nicht. Ich bin zu feige. So, wir gehen weiter. Wieder in die Küche. Rosie, Schlafzimmer. Wartet bis zum nächsten Part auf einen Besuch von Mario. Okay. Oh, nee. Hoch, so, fertig. Ah. Leider können wir noch nicht ins Schlafzimmer von Rosie. Ich gönne euch diesen Anblick erst im nächsten Part, Leute. Ich weiß, ich bin gemein. Aber wir starten doch... gehen wir wieder zu Glasstrom Galaxy. Die war schön. Die ist ein bisschen schön, jetzt mal ein bisschen Sommerstimmung zu haben im Winter. Kurz vor Weihnachten, wo ich eigentlich lieber... Abschlussprüfung Schwimmklasse, wo ich eigentlich lieber... wieder gerne in okay, wir müssen mit dem Lehrer reden, wo ich eigentlich wieder gerne ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung kommen würde. Gehen wir natürlich an den Strand. Ich mag ja Weihnachten. Ja, auch Leute. Ich glaube, ich mache dann den nächsten Tag mal Mario Kart 8 Part zu Weihnachten. Ha, legst du auch die Abspringung für die Schwimmklasse ab? Aber sicher. Ha, der Testbär steht da im Panzer im Meer auf zusammen. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Okay, lieber komischer, aber trotzdem sehr nett wirkender schwarzer Pinguin. Hallo. Schütte ihn mir. Ja, das weiß ich. Seht ihr, so funktioniert das. Irgendwo hier ist sowas also. Ja, haben wir einen goldenen Panzer. Nee, ich muss dir doch nicht den Pinguin wegnehmen. Gib her. Ich sagte, gib her. Hallo. Oh, wir sind durchgefahren. Nein, Mario. Mario. Du bist ja übertrieben gemein. Alter. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun, dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Oh, nee. Mario, du gemeiner Wichser. Oh Gott, das war ja übel. Oh, das hast du gut gemacht. Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Nein. Weißt du was? Tigris! Oh, nee. Mario ist in dem Spiel wirklich sehr gemein. Ein richtiges Arschloch. Ach, aber was soll's. Abschlussbildung Schwimmklasse. Okay. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Im Schlafzimmer schon. Ja,
Die Rosie, die will uns schon einladen für ins Schlafzimmer. Nee, nee, Rosie, das wird erst im nächsten Part so sein, wenn wir gehen nochmal zur Glasstrand Galaxy und versuchen dort nochmal den letzten Stern zu holen. Der ist nämlich eine meiner geil. Ich finde die Mission richtig geil. Das Rätsel der Strudel, das ist eine meiner Lieblingsmissionen. Und immer schön deutlich reden, Blaze. Nicht vergessen, das will ich mir angewöhnen. Ja, was ich sagen wollte, Leute, wir haben bald die, wir haben bald die 500 Abos geknackt. Also ich habe bald die 500 Abos geknackt, dank euch. Und das ist so mein Ziel für Dezember. Das würde ich gerne noch schaffen. Darum würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meine Parts schön supportet mit schönen Daumen nach oben, Kommentare. Das würde mich freuen. Vielleicht auch mal teilen, wenn ihr wollt. Teilen könnt ihr natürlich auch. Und ja, fehlen nur noch 8 Abos, sind momentan am Tag, wo ich das aufnehme, 492. Das würde mich freuen, wenn das die nächsten Tage dann auch schon mal zu den 500 reichen würde. Okay. Frage. Dich brauche ich hier, das weiß ich. Du kannst die Schatzruhe mit dem Panzer öffnen. Und das machen wir doch gleich. Oh, man, ab. Das ist schön. Brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Können wir nicht diese Wand hier? Ja, klar, mit dem Panzer. So. Da denn. Und haben wir. Sind oben an der Luft. Sternteile haben wir natürlich trotzdem noch. Oh Gott, dieser Drehattack. Ich kann den Radius von der immer noch nicht einschätzen. Akangumba. Wegkicken. Ja, hier ist keiner drin. Hier ist wahrscheinlich noch einer drin. Ne, nur eine Münze. Ist auch schön. Okay. Truhen. Und eine Münze. Sternteile. Und noch mehr Fledermäuse. Ach du Kacke. Komm runter, Fledermausi. So. Sternteile. Muss ja auch ein bisschen sein, Leute. So. Und jetzt sind wir hier. Und müssen diesen Parcours schaffen. Aber eigentlich ist der gar nicht schwer, denn wir können hier schön. Okay. Die Teile kennen wir noch aus Super Mario 64. Aus der Wüstenwelt. Okay, ich dachte, der geht wieder zurück. Mein Fehler. Das war mein Fehler. Gebe ich ja zu. Warum ist Mario nicht gesprungen? Das ist nicht mal mehr witzig. Kann ich die Kamera ein bisschen drehen? Ja, so genau, danke. Dankeschön. Denn so können wir auch hier rüber. Aber jetzt drehst du natürlich um, nicht wahr, mein Dickerchen? Ja, ist klar. So. Okay, das war ein bisschen meinerseits gefailt, aber das gehört auch dazu, Leute. Jetzt muss ich doch hier nicht wirklich die ganze Zeit warten, bis ich hier wieder raus kann. Nein. So, danke schön. Wir gehen den Dicken lang, denn so kann uns nichts passieren, hoffentlich. So, tschüss, Dickerchen. Hier ist niemand. Schaffe ich nicht mehr. Das werde ich auch nicht mehr riskieren. Ah, nein, jetzt muss ich warten. Ich bin ungeduldig. Lass mich rein hier! Yay. Das bringt mir irgendwie gar nichts, weil jetzt geht's zurück. Und Retour. Retourchen. Und boing. Dafür haben wir hier einen One-Up-Pilz. Oh Gott. Und sind direkt weiter. Das ist gut, das ist sehr gut. Oh Gott. Okay, nur noch den Vampir überleben. Und Tschüsschen, haben wir geschafft. Jeden Stern gehört uns. Das war auch schon der dritte Stern. Das finde ich super toll. Natürlich ganz geil. Den dritten Stern haben wir jetzt schon abgeschlossen. Das ist ganz gut. That's the way. Aha, I like it. Aha, that's the way.
I like it, yay. Ah, das war schön, Leute. Wieder 3 Sterne. Und ich würde sagen, wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Mit euch zusammen können wir die 500 noch diesen Dezember knacken. Es wäre doch eine schöne Geste zum Abschluss des Jahres, wenn wir die 500 noch diesen Monat zusammenbekommen. Und ich würde sagen, bis dahin hat rein euer Bleis. Ich verabschiede mich von euch. Arrivederci und Tschüsschen.